In der letzten Zeit ist mir eins deutlich geworden. Es liegen weniger Tage vor mir als hinter mir. Es heißt doch, die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Wenn es eine Konstante in diesem ganzen Universum gibt, dann nur den Tod. Vielleicht geht es für mich gar nicht um ein leeres Haus. Vielleicht geht es für mich um diesen leeren Stuhl. Das Energieband, das seinerzeit das Schiff zertrümmerte, ist nicht irgendein Zufallsphänomen, das durch das Universum fliegt. Bei dieser Mission wurde James T. Kirk getötet. Es ist unsere Sterblichkeit, die uns definiert, Charon. Sie ist Bestandteil der Wahrheit unserer Existenz. Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich eine neue Wahrheit gefunden habe? Nexus? Aber ich brauche Hilfe. Alle Maschinen, volle Kraft zurück! Feuer. Natürlich bin ich mit Geschichte vertraut, Captain. Und wenn ich mich nicht sehr irre, sind sie tot. Ja!